Matchplan von AEK war einfach, dass sie gut verteidigen, die Null halten, einfach kein Tor zulassen und vielleicht auf Konter spielen und so vielleicht zu einem Tor kommen. Aber wir haben es gut gemacht, auch defensiv. Uns ist leider nur das Tor nicht gelungen. Ja, wir wollten natürlich nicht in die Konter reinlaufen vom Gegner, weil es am Anfang wichtig war, dass wir mal die Null halten und am Ende dann in die letzten halben Stunde können wir dann natürlich alles nach vorne. Aber wenn man in den ersten 15 Minuten 0-1 hinten liegt, dann ist natürlich bitter, müssen wir zwei Tore aufholen. Aber ja, ich kann mich nur wiederholen. Also die ganze Mannschaft hat gekämpft. Wir sind eine junge Mannschaft, wir lernen wieder draus. Naja, wir haben kein Tor geschossen, aber ja, wir haben einfach alles reingehauen, nur es hat einfach nicht gereicht. Tommy hatte noch eine Chance mit dem Kopfball, aber knapp daneben gegangen. Ja, leider. Bitter. Wir hätten es halt besser machen können, wir hätten halt das Tor machen können, wären wir weiter gewesen, wir haben alles in der eigenen Hand gehabt. Und ja, ist uns leider nicht gelungen, ist extrem bitter jetzt. Naja, natürlich ärgern wir uns, weil wir es unbedingt schaffen wollten, aber wir müssen einfach weiterschauen und in der Meisterschaft noch ein paar Punkte erzielen. Auf der einen Seite war es schön, in diese Europa-League-Gruppenphase zu kommen. Wenn du dann knapp dran bist, hast du natürlich Hoffnungen. Aber Faktum ist natürlich, wir sind jetzt in der Europa-League ausgeschieden und wir hinken in der Meisterschaft sowohl resultatstechnisch, punktemäßig als auch platzmäßig unseren selbstgesteckten Zielen nach. Ich glaube nur, dass es wichtig ist, in so einer Situation in Ruhe und Gelassenheit jetzt zu analysieren, wie wir es gesagt haben, nach dem Spiel gegen Sturm Graz, uns zusammenzusetzen, dann sehr, sehr genau zu analysieren, welche der Verletzten, das war vielleicht eins der positiven Aspekte von heute, Venuto 20 Minuten hat noch einmal für Schwung gesorgt, wer kehrt zurück, wie schaut es aus mit Flo Klein, wie schaut es aus mit Alex Grönwald, wie schaut es aus mit Heiko Westermann und dann auch die Transferpolitik des Winters. Wir wissen, dass wir den Kader adaptieren müssen, das ist gar keine Frage. Wir müssen die Causa Holzhauser natürlich besprechen. Wir wissen, dass wir wahrscheinlich auf der Linksverteidigerposition durch die Verletzung von Marcinko eine Aufgabe für uns haben. Ich werde alles dafür tun, um gemeinsam mit dem Thorsten Fink und dem Franz Wohlfahrt einen Rahmen zu schaffen, dass wir dann im Frühjahr wieder eine starke Auster sehen. Und die Ausgangsposition müssen wir uns jetzt in den zwei Spielen gegen Altach und Sturm Graz legen. Naja, wir nehmen mit eine Riesenerfahrung. Haben in San Siro gespielt, haben in AEK in Athen gespielt, haben die Chance bis zum letzten Spieltag wieder gehabt. Ich denke, das zeichnet auch unsere Truppen aus, dass wir einfach immer kämpfen, alles einhauen und dann das nötige Glück vielleicht am Ende leider nicht haben. Aber wir werden es probieren, dass wir in der Meisterschaft wieder auf einen Europacup-Platz kommen, dass wir es nächstes Jahr wieder schaffen. Ja, in Athen das 2-2 natürlich bitter in der Nachspielzeit das 2-2 zu kassieren. Vielleicht haben uns da die Punkte haben wir dort die Punkte liegen lassen, aber ja, jetzt ist alles schon wieder Vergangenheit und schon nach vorne. Letztendlich, glaube ich, muss man fair gratulieren. Die Griechen haben mit einer sehr routinierten und abgebrühten Leistung sich diesen Aufstieg verdient. Und wir haben leider dieses Finale verpasst. Das ist schade, aber wir müssen den Blick nach vorne richten. Jetzt heißt es sich auf die Meisterschaft zu konzentrieren und dann am Sonntag in Altach das nächste schwere Spiel.